Was bietet ein Top-Qualitätsniveau, ist hocheffizient und sieht auch noch gut aus? Nein, heute geht es mal nicht um mich und nicht mal mehr um Tesla Model 3, sondern heute geht es ums Wohnen, um ein ganz besonderes Haus, vor dem ich gerade stehe, ein Bogenhaus. Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Date Video auf meinem Kanal. Das Bogenhaus ist ein ganz besonderes Wohnkonzept. Es gibt davon nur 18 auf der ganzen Welt. Die sind alle in Österreich und vor einem hier stehe ich. Das Besondere an diesem Haus ist, hier wohnt der Architekt, der Baumeister dieser Bogenhäuser persönlich. Dafür bin ich hier in die Steiermark gefahren. Das Prinzip von diesem Haus, das sieht man ja von außen, ist, es ist einfach eine große Grundplatte, die einen Wohnraum von 175 Quadratmeter nach DIN bietet und darüber dieser Bogen aus Beton. Dieser Bogen wird dann mit 60 cm Erde aufgeschüttet und dann wieder bepflanzt, sodass man das Haus von oben praktisch eigentlich gar nicht sieht. 4 Tonnen pro Quadratmeter hält das Ding, das ist super stabil und es hat vor allem hervorragende Dämmungseigenschaften. Sowohl im Sommer bleibt es hier schön kühl, als auch im Winter, da geht die Wärme nicht weg. 4 Tonnen pro Quadratmeter heißt, es hält auch jede Menge Schneelast, Starkregen, Schlittenfahren, Tornados. Also es muss super stabil sein, auch von den energetischen Eigenschaften deswegen hervorragend. Sinnvollerweise wird das Ganze nach Süden, Südwesten oder Südosten ausgerichtet, weil wir haben hier eine große Alukonstruktion mit einer sehr, sehr großen Fensterfront. Diese Scheiben sind so, dass sie genügend Licht reinlassen, im Winter auch genügend Wärme. Nach Norden sind weniger Fenster, der Eingang ist dort und die kleine Zufahrt. Nebendran habt ihr gesehen, steht noch ein Carport. Ja, und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal rein und schauen, wie das Ganze von innen aussieht. Ich bin wirklich sehr gespannt, das jetzt zu sehen. Ja, ungefähr so habe ich mir das vorgestellt. Ja. Hier wäre jetzt mein Flügel und dann könnte ich da so spielen und komponieren und mir die Berge anschauen. Wahnsinn. Zunächst mal hier in diesem Raum zu stehen mit 4 Meter Deckenhöhe, das ist eine tolle Sache. Ich dachte erst, als ich es von außen gesehen habe, man verliert sich vielleicht ein bisschen. Ist überhaupt nicht so. Es wirkt eigentlich ganz natürlich wie ein schöner Altbau. Und was sie hier wirklich super geschickt gemacht haben, ist, sie haben alle Ecken sozusagen ja, ausgenutzt, indem dort Stauräume noch eingearbeitet sind. Aber das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Das ist natürlich auch eine schöne Stelle für einen Kamin. Das kann ich mir super vorstellen, wenn man hier abends sitzt und noch ins Freie schaut und hier sich wärmt im Winter. Der große Allraum, das ist ein Wohn-Ess-Küchenraum. Sehr geräumig, wirkt sehr ja, großzügig. Wie gesagt, ich könnte mir da auch einen Flügel noch gut vorstellen. Die 175 Quadratmeter Grundfläche sind eingeteilt. Hier ist es jetzt gemauert, man könnte es auch anders machen. Und hier ist zum Beispiel ein Arbeitszimmer abgetrennt. Auch mit Blick auf die Berge, so wie ich mir das immer vorstelle, mit dem Blick auf die Berge arbeiten, super. Und hier noch ein Sofa, hat man also ein Gästezimmer. Hier ist natürlich passend zur Küche eine Speisekammer. Mal gucken, ob es was zu essen gibt. Ja, jede Menge. Ist natürlich super, einen Raum, der kein natürliches Licht hat, so zu nutzen für Lebensmittel, die sowieso immer dunkel haben müssen. So, dann gehen wir mal durch diese große Küche, da bin ich schon ein bisschen neidisch. Und dann ist hier im nördlichen Bereich das Schlafzimmer und noch ein kleines Gästeklo. Da dürfen wir auch reinschauen. Ist natürlich auch sehr geräumig, weil es hohe Decken hat. Da gehen die Kleiderschränke bis weit oben und wirkt trotzdem nicht voll. Und hier gibt es noch ein kleines Gästeklo. Das Entree haben wir ja vorhin schon gesehen. Und hier direkt daneben ist das Bad. Das gefällt mir besonders gut. Das hat Platz für so eine schöne freistehende Wanne. Da hinten eingearbeitet eine geräumige Dusche. Besonders raffiniert finde ich, dass hier auch so ein Fenster ist, durch das natürliches Licht noch von vorne reinkommt. 2 Waschbecken auf Holz und eben auch hier hohe Decken. Und jetzt gibt es natürlich noch einen großen Wohnbereich mit dem großen Fernseher, wenn einem die Bergsicht nicht reichen sollte. Gemütlichen Sofas. Was ich besonders geschickt finde, ist, dass ich hier hinter diesen Wänden, also auch hinter der Wand, hinter dem Fernseher jede Menge Stauraum befindet. Da ist also alles ausgenutzt bis nach unten, wo man einfach Sachen verstauen und lagern kann, für die man sonst keinen Platz hat. Das finde ich auch nett. Das ist jetzt die Dusche von der anderen Seite. Und das gibt einfach dem Raum nochmal so eine kleine Besonderheit, so ein turmähnliches Gebilde. Man hat auch das Gefühl, man könnte hochklettern, so eine kleine Boulderwand im Wohnzimmer. Ja, hier hat man noch eine schön große Terrasse. Dieser
Überstand, der sorgt einerseits dafür, dass es verschattet ist im Sommer, wenn die Sonne hoch steht, im Winter aber nicht so viel Licht wegnimmt. Und man könnte da auch Photovoltaik drauf machen. Im Moment ist die ja nebendran auf dem Carport angesiedelt. Und da sitzt er ja, der Hausherr und Baumeister des Hauses. Hallo Erich, vielen Dank, dass ich jetzt zu Besuch sein darf. Hallo. 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 Du hast dieses Haus hier selber gebaut? Richtig. Also konzipiert auch Richtig. Und alles. Wie lange ist das her? Wir leben jetzt seit 9 Jahren hier. Seit 9 Jahren? Ja. Und wie ist es so? Ein Traum. Das Ganze hat ja einen Aspekt von Design, also sieht schick aus. Mhm. Es hat einen Aspekt von Funktionalität. Ja. Und es ist auch energieeffizient, wie ich vorhin auch gesagt habe. Richtig. Also dadurch, dass es einfach sehr gut isoliert. Welcher von diesen Aspekten war dir so der wichtigste in der Motivation für dieses Haus? Naja, natürlich das Design, diese Einfachheit. Es gibt sehr wenige Details, die zu lösen waren, aber die haben wir gelöst, alle, also energietechnisch, wärmetechnisch. Das war einfach das Grundprinzip, wo ich gesagt habe, ich möchte eigentlich etwas schaffen, wo ich die natürlichen Sonnenenergie nutzen kann. Mhm. Ja? Und das ist, glaube ich, gelungen, weil wir uns die natürliche Sonnenenergie über diese südseitig ausgerichtete Glasfront reinholen, die thermischen Gewinne in der Masse abspeichern und somit Heizkosten sparen. Das heißt, die Betonwand ist sozusagen auch noch als Wärmespeicher? Richtig. Okay. Genau. Nach welchem KfW-Standard ist denn das gebaut hier? Naja, wir sind ein Niedrigstenergiehaus. Okay. Ja, das ist die Stufe vor Passivhaus oder Nullenergiehaus. Mhm. Ja. Wir haben Heizkosten, die absolut überschaubar sind. Ja, sag mal, wie überschaubar sind sie denn so grob? Nur ein Beispiel. Mhm. Wir sind eingezogen am 7., 8. November. Ja. Mhm. Wir sind da auf 700 Meter in der Steiermark. Wir haben ungefähr 0 Grad gehabt, untertags aber Sonnenschein. Ja. Wir haben im Haus drinnen 20 Grad plus gehabt, ohne Heizung. Am nächsten Tag waren wir in der Früh wieder da und haben 19 Grad im Haus gehabt. Also das zeigt eigentlich schon auf, dass wir in Extremsituationen ohne Heizung locker durchkommen. Mhm. Ja. Es ist eine Heizung drin, das ist eine Fußbodenheizung? Ja, Fußbodenheizung. Mit Wärmepumpe? Mit Luftwärmepumpe, genau. Okay. Und was habt ihr da so? Wie viele Kilowattstunden habt ihr so Stromverbrauch für die Heizung? Ich habe einen Gesamtstromverbrauch von ca. 5000 kW. Hm. 5000 Kilowattstunden im Jahr. Oh ja. Da wird der Heizungsanteil vielleicht die Hälfte sein, aber. Wahrscheinlich. Okay. Ist das mit oder ohne Photovoltaik? Ohne Photovoltaik. Mhm. Die kommt noch, also die mindert da, diesen Verbrauch. Genau so ist. Aber alle Stromkosten sind gedeckt. Lichtstrom, Warmwasseraufbereitung, alles inklusive. Super. Jetzt ist das Haus 9 Jahre alt. Das soll ja noch eine Weile halten. Mhm. Was ist da mit Wartungsmaßnahmen? Was ist da zu rechnen? Also mir ist kürzlich mal ein Ziegel kaputt gegangen. Gibt es ja nicht. Was kann hier passieren? Eigentlich gar nichts. Mhm. Ja, man kann vielleicht einmal irgendwo die Außenwände wieder mal neu streichen, so in die Richtung, aber sonst ist es eigentlich wartungsfrei. Mhm. Ja. Auch vom Dach her, wir haben 50 bis 60 Zentimeter Erdreich am Dach, somit ist die Dachhaut geschützt. Wir sind sturmhagelsicher, also es kann eigentlich nichts sein. Top, dann komme ich in 10 Jahren wieder und schaue es mir wieder an, oder? Bitte gerne. Vielen Dank, Erich. Hier habe ich außen noch eine kleine Tür entdeckt, weil irgendwo muss es ja auch noch einen Raum geben, wo die ganzen Heizungsanlagen und alles drin ist, und das ist hier. Das hier ist im Wesentlichen die Wärmepumpe. Hier drüben ist eine Batterie, Wasseranschlüsse, fertig. Wie Erich gesagt hat, einfach, simpel, aber funktioniert. Was muss man denn jetzt machen, wenn man so ein Haus haben will? Das bespreche ich jetzt mit dem Philipp Freund, der ist Projektleiter bei der Bogenhaus Deutschland GmbH. Hallo Philipp. Hallo Tobias. Hast du auch so ein Bogenhaus? Leider habe ich noch kein Bogenhaus. Nein. Wenn du jetzt eins haben wolltest oder ich, was muss man denn da als Voraussetzung mitbringen? Ganz wichtig ist, dass das Bauland, der Bauplatz, die richtigen Maße hat. Okay. Unser Bogenhaus hat einen Durchmesser von 21 Metern. Mhm. Und mit der Bodenplatte, die noch ein bisschen größer ist, kommen wir da so auf 23 Meter. Mhm. Das heißt, wir sagen eigentlich mit Nachbarbebauung, wenn wir das denn haben, dass wir wirklich ein Grundstück bauen, was eine Breite von 30 Metern hat. Und dann die Tiefe des Bogenhauses variiert. Wir haben ja verschiedene Größentypen. Mhm. Jetzt nehmen wir mal das, was wir hier haben, das 180er. Das hat eine Tiefe von 14 Metern. Wir sagen eigentlich eine Grundstücksgröße 800 Quadratmeter sollte
sollte schon vorhanden sein. Und welche Größen gibt es sonst noch? Wir haben ein 140er Bogenhaus, 180 wie hier, dann haben wir 220 und 260. Okay, also man kann einfach in der Tiefe weitergehen und kommt dann noch genug Licht rein? Ja, da kommt noch genug Licht rein. 260 ist alles gut. Wahrscheinlich würde auch noch mal eine Nummer größer gehen. 260 Quadratmeter? Ja, 260 Quadratmeter. Ordentlich. Da würde ich mit meinem Flügel gut reinpassen. Absolut. Könnte man vielleicht sogar noch mit dem Auto reinfahren. Ja. Ja, könnte man auch. Coole Sache. Ja. Also wenn ich jetzt das Baugrundstück habe, wie stelle ich mir jetzt das vor? Da kommen jetzt so ein paar Schwerlaster und bringen riesige Betonbögen an, oder wie ist das? Ja, genau so muss man sich das vorstellen. Okay. Wir haben die Bögen vorgefertigt auf Schwerlasttransporten, beziehungsweise auf Sattelschleppern. Also der ganze Bogen in einem Stück? Nein, es sind immer zwei Teile, die einen Bogen quasi ergeben. Okay. Die wiegen 12 Tonnen pro Teil. Okay. Und dann werden die Bögen mit zwei Kränen aufgestellt, ineinander verzapft. Das ist so ein Nut- und Federsystem und dann wird das ausgegossen nochmal mit Beton und dann kriegt das diese Stabilität. Also wir brauchen wirklich eine vernünftige Zuwegung. Okay. Ja. Auf dem Grundstück. Ein Feldweg wäre suboptimal. Okay. Moorgebiet ist auch nicht so geil. Moorgebiet ist auch nicht so super. Nee. Wie kompliziert ist das zu bauen? Wie lange ist die Bauzeit von so einem Gebäude? Die Bauzeit ist eigentlich sehr gering. Es wird die Bodenplatte gegossen. Und die braucht ungefähr 14 Tage zum Durchhärten. Cool. Und wenn man das jetzt logistisch alles vernünftig übereinander packt, was unser Anspruch ist, dann werden die Bogenelemente geliefert. Die brauchen 2 Tage, dann steht das. Dann die Fensterelemente, die ja auch vorgefertigt werden, die Spezialelemente, rechnen wir ungefähr eine Woche für den Einbau. Und die Nordfassade, vor der wir hier sitzen, die braucht, je nach Maurer, wenn man es mauert, Stein auf Stein, auch vielleicht eine Woche. Das heißt, nach einem Monat kann das fertig sein? Dann kann die Außenhülle fertig sein, ja. Und dann geht es an den Innenausbau. Und was auch ein sehr schöner Aspekt ist, dass man natürlich drin, da das eine selbsttragende Hülle ist und wir die Wände einziehen können, wie wir möchten, wir müssen keine Statik beachten, dass wir auch drin Wände später versetzen können. Ich sag mal, vielleicht für eine Familie mit einem Kind, die haben ein Kinderzimmer und das Kind ist irgendwann aus dem Haus. Dann sage ich, nimm doch die Wand gleich mit. Nimm doch die Wand gleich mit und hab einen großen Wohnraum, ja. Genau. Das ist cool. Ja. Photovoltaik ist ja extra, das macht jeder selber. Entweder wie der Erich jetzt hier auf dem Carport nebendran oder eben vorne als polygonale Ergänzung von diesem Überstand. Genau. Oder hier hast du auch noch eine Möglichkeit eigentlich, gell? Genau, hier an der Nordfassade, die Attika hat einen Überstand und da könnte man auch nochmal Solarelemente quasi anstellen. Weil es macht einfach keinen Sinn, das ganze Dach mit Solarelementen zuzulegen, weil wir dann das, was wir nutzen wollen, nämlich den Abfluss des Regenwassers, wir wollen die Biodiversität fördern, wir wollen für Insekten, Bienen, das, was ja im Moment wirklich auch in den Städten ganz groß geschrieben ist, das wollen wir ja alles haben. Macht also keinen Sinn zu sagen, wir machen überall Photovoltaikplatten drauf. Jetzt könnte man natürlich denken, warum bauen nicht alle so? Es muss irgendwelche Nachteile geben. Ja, der Nachteil bei dem Ganzen ist, was das Baurecht antrifft, dass es nicht immer ganz einfach ist, bestehende Bebauungspläne so umzuwandeln, weil ja oft Dachformen vorgegeben sind. Und unser Bogenhaus, das ist kein wirkliches Flachdach, es ist aber auch kein Spitzdach. Und da tun sich manchmal die Bauämter schwer. Wir brauchen natürlich die Südausrichtung. Das ist noch ein Aspekt, der auch wichtig ist, damit wir wirklich die Fensterfront gen Süden ausrichten, um dann die Sonne auch zu nutzen für uns. Wenn ich jetzt ein Baugrundstück habe und direkt der Nachbar da sitzt, dann ist natürlich die Frage, ob ich als Bauherr wirklich sage, das mache ich so und der guckt mir direkt ins Wohnzimmer. Das ist dann wahrscheinlich eine Geschmackssache. Zu den Seiten ist es eigentlich für Nachbarn fast ideal. Also eigentlich auf was möchte ich denn lieber schauen als auf eine Grasfläche? Ja, absolut. Absolut. Vielen Dank, lieber Philipp. Sehr gerne. Für das Interview. Ja. Natürlich kann man ein Bogenhaus komplett an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Zum Beispiel auch unterkellern oder mit einer Tiefgarage versehen. Man kann in die Bogenelemente sogar Heizspiralen einlassen und hat damit eine zusätzliche Wandheizung bzw. sogar Kühlung im Sommer. Und es gibt sogar eine Bogenhausversion mit schusssicherem Glas an der Südseite. Ein Haus, auf das man einfach so drauflaufen kann, das muss ich natürlich mal ausprobieren. Also klettern wir mal hoch. Ach, schau mal, einen Karl gibt's hier auch. Also hier oben ist natürlich auch noch mal wunderbar, diese Dachterrasse. Ich finde, die Reise in die Steiermark hat sich absolut gelohnt. Wenn ihr das 19. Bogenhaus haben wollt, tja, dann wisst ihr jetzt mal einiges über dieses Haus. Ich habe gerade noch von Philipp gehört, wer
sich bei Bogenhaus meldet und dieser Dad sagt oder auf dieses Video verweist, der bekommt noch kostenlos eine Powerball von Tesla dazu für sein Haus. Das ist doch schon mal eine tolle Sache. Liked doch dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Gebt mir ein Abo und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer dieser Dad. Fandest du dieses Video gut? Dann lass mir gerne ein Abo da und unterstütze meine Arbeit. Und die beiden Videos könnten dir auch gefallen. Bis bald.